Kassel! Scheiße, 2024 gerade erst angefangen und Diteli rastet richtig aus. Packt in Kassel einfach zwei richtige Main Matches auf die Card. Das erste haben wir jetzt hier auf meiner rechten Seite. Der Kollege macht seit neuestem sehr krasse YouTube-Reaction-Videos. Aber seit richtig langer Zeit macht er sehr krasse A-Cappella-Battles. Immer voll in die Fresse. Macht Lärm für Jarambo! Der Kollege ist momentan richtig on fire. Der macht On-Beat-Battles, der macht A-Cappella-Battles, der produziert die Beats für seine On-Beat-Battles, der macht geile Hostings, macht Lärm für Caranova! Yeah! Battle geht auf dieser Seite los, Schnauze halten alle! Erste Runde Caranova. Jarambo, ich bin Fan von dir. Ich will das gar nicht leugnen, verdammt. Dann wäre ich ein Heuchler, kein Mann, ich verfolg dich schon lang, ich schwör dir Fan, Treue sei dran. Du warst asozial und hattest Bars, du bist das volle Programm. Du warst der Dopeste in dem Land. Seit dir war mir klar, man braucht kein Flow, solange es puncht. Ich hatte zwischenzeitlich sogar ein Jarambo-Poster an der Wand. Jedes Battle von dir zeigt, man kann die Szene noch schocken. Ich hab deinen Regenschirm gekauft und seitdem bin ich trocken. Ey, ich find dich einfach gut. Ich guck dir deine Battles voll besoffen. Ich wollte sein wie du und hab einen Kopf erschossen. Ey, ich hab alles an dir gefeiert. Ich fand nichts misslungen. Du bist du. Ich saß zu Hause und hab mitgesungen. Aber deinem Image niemals ein echtes Manko. Für mich warst du nie der Rap am Mittwoch, Menderes. Menderes war der DSDS Jarambo. Ich wollte immer wissen, wo du wohnst, aber nicht fragen oder nerven. Nidal fuhr dich nach Hause und ich war euch auf den Fersen. Ich verfolgte den Peugeot 206, bis er den Bonaparten in seiner Einfahrt aussetzt. Ich kletter auf den Baum vor deinem Haus und beobachte gespannt, was ich erfahren werde, seit ich in deine Wohnung blicken kann. Der hat gesagt, sein Schwanz sieht aus wie so ein richtiger Hundekiefer. Das war hammerhart. Und, mein Lieber, ich muss sagen, der Vergleich war akkurat. Diggi, der hat Zähne und Fell und der sabbert, wenn er schwitzt. Dein Dickpick kriegt so einen Tierschutzbanner, was es nicht so gibt. Ich sah eine Puppe ohne Arme in deinem dunklen Zimmer. Traumatisierte Frauen, die Mutter von Lee Won und verklebte Ultraschallbilder. Aber ganz selten verlässt auch du mal dein Bando. Zum Beispiel mit durchgeladener Waffe für einen Ausflug nach Orlando. Oder eines Tages, da legte er einen Schwarzen in seinen Block auf den Bordstein mit dem Kiefer und er trat ihm auf den Kopf. Einmal habe ich aus Versehen ein bisschen Joghurt-Eis vom Baum gekleckert. Und du hast über Vogelscheiße laut gemeckert. Ey, eigentlich wäre jetzt fast schon Time, aber ich mache mich hier gerade voll zum Kasper. Und zum Glück kommt noch mal meine eigentliche erste Runde ein bisschen Real Talk reingeflattert. Komm. Yeah! Hab nicht mal gefragt, Alter. Komm, bisschen habt ihr Mobik? Yeah! Der Rap Bip am Mittwoch mehr Binderis hat A-Cappella mies. Ja, aber Digga, für dich ist die B-Sprache doch sinnlos. Du heißt in Bob Binnen einfach Jarabimbo. Und Jarabimbo hat Packs an den Mann gebracht und ließ uns in dem Glauben, dass er Yayo und Trips oder Hero vertickt. Aber er war wirklich auf der Straße unterwegs, weil er im echten Leben selbstständiger Paketbote ist. Und Alex, der Bad Boy, hat mal erzählt, er hat sich ein Sextoy aus dem Netz bestellt. Das Paket wurde verschickt. Erinnerst dich auch, ne? Das Paket wurde verschickt, vor seine Haustür abgestellt. Dagegen spricht noch nichts. Kann man machen, wenn man mal nicht gegenwärtig ist. War nur für Alex blöd, dass es plötzlich Regenwetter gibt. Der Paketinhalt zu sehen auf einen Blick. Der Nachbar redet laut, nachdem er diesen Gegenstand erblickt. 60 Zentimeter Puppe. Also diskret ist das jetzt nicht. Und du bist selbstständig bei DHL. Heißt das im Grunde Fakt ist, deine Kollegen sorgten dafür, dass bei dir mal eine Pussy nass ist. Dicker, was ist da los? Dein Kollege kann nicht delivern, das erinnert mich an Kato.
Pussy feucht, auch wenn dein Cock drauf wartet. Die Belastungsstörung ist posttraumatisch. Und gegen Tobi packst du das Toy aus. Kein Plan, was der Unfug da soll. Was soll ich sagen, Alex? Ich fand die Puppe nicht doll. Ey, wie du die in die Ecke gescheppert hast. Dicker war nice. Wrestling-Training hat sich gelohnt. Da hast du's richtig gezeigt. Das ist geil! Und ich hoffe, an den nächsten Zeilen wird dein Großverdiener-Ego nicht zerbrechen. Aber wann hat man denn bitte mal die Chance, einen Paketboten zu betteln? Ihr seht den asozialen Typen, guckt ihr Jarambo an. Ich sehe den Zalando-Mann. Und auch wenn ich im vierten Stock lebe und der Aufzug wieder mal defekt ist, zahl ich noch immer Lieferkosten, also nimmst du auch die Treppe. Du deponierst das nicht im Treppenhaus, du Bastard. Und wenn ich nicht da bin, stell meine Sextoys überdacht ab. Die App sagt, Zustellung bis 19 Uhr. Junge, warten macht extrem Bock. Ich bin den ganzen Tag zu Hause und dann landet es im Paketshop. Jetzt weiß ich, woher du zu delivern weißt. An der Tür schellen und dann abhauen, das ist kein Job, das ist ein Klingelstreich. Weil in deinem Unternehmen ist die oberste Riege voll smart. Ich meine, die Post hat mit der E-Post die E-Mail erfunden, als es die E-Mail schon gab. Junge, es ist der Unsummenzähler-DHL-Subunternehmer. A.K.A. der Fake-Outfit- und Luxusuhrträger, der gelegentlich einen armlosen Bumsklumpen ledert. Wenn der Helikopter-Dad sich eine Kuschlunte in die Bufflunge knetert, kriegt er ein Ziehen im Oberkörper, wie beim Brustmuskeltrainer. Ey, du Luftpumpe, schuldest deiner Puffmutti Zehner. Red nicht von Schusswunden später. Nachdem ich deine Oberlippe per Punch an deinen Mundschutz geklebt hab, sieht dein Maulinhalt aus, so wie Couscous mit Seelachs. Dicker, es ist so einfach zu schreiben wie du. Aber glaub mal nicht, dass du dafür meinen Disrespekt verdienst. Du schreibst Battles nach einem Schema. Ich entwickle neue Schemes. Es ist einfach zu verstehen, warum dein Shit niemals enttäuscht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du gibst ihnen, was sie wollen. Und YouTube sieht bald ein, dass ich das Game dominiere. Ich heb einmal meinen Finger. Die ganze Szene kopiert. Ich hol ein Blatt raus. Zeigt, wie Crash stammelt, wenn er keine Zeilen rappt. Ein halbes Jahr vergeht und Nights bite ist ein Title Match. Für mich warst du letztes Jahr der beste im A Cappella Game. Tobi hat dir gut gegeben, aber deine Leistung war echt extrem. Du hattest viele Gegner und die meisten hast du komplett zersägt. Aber der Beste ist der, der den Besten schlägt. Und du denkst, ich halte mich an die Absprachen? Träum mal weiter, Junge. Meine zweite Runde geht 3 Sekunden. Eigentlich muss ich keinen Lärm mehr einfordern. Die Runde hat extrem viel Lärm gegeben, aber macht trotzdem nochmal Lärm. Beide Runde. Erste Runde jetzt, Jarambo. Stark auf jeden Fall. Kassel, was geht ab? Happy New Year! Was geht ab, du Wichser, du Schwanzlutscher, du in einem 8-Mann-Bettzimmer schlafender, jedes Silvester-Dinner for One-Gucker? Wo ist eigentlich deine Schritt 1 zu? Ich darf bald das N-Wort sagen, Gedächtnisfrisur. Digga, die passte viel besser zu deinen Psychosen und zu deinem Umgang mit Drogen. Und um schon mal zum Fazit zu kommen, du würdest eine viel bessere Figur abgeben, würdest du das Battle heute Abend einfach nur hosten. Denn Caranova, das hier wird ein kranker Fight. Heißt, ich geb dir eine Kopfnuss und drück deine Hände in den Markentoaster, bis du danach glühend aussiehst wie ein scharlachroter, schamhaargroßer, zahnsatzloser Marsbewohner. Mann, danach fick ich deine Nazi-Oma direkt auf deinem Schlafplatzsofa unter deinem Savage-Poster. Mann, ich koch hier. Oder unter seinem Jarambo-Poster. Mann, ich koch. Ich koch ihr Pasta
Aroma und fiste ihre nach Backaroma schmeckende Möse, bis sie die Form hat der Ohrmuschel von Master Yoda. Mann, meine Gage heißt, dass deine Gage heißt, du sparst einen Monat stark an Coca und gehst hiernach mit Suizidgedanken zurück in dein Franziskanerkloster. Ey, nur die Intro-Line. Und schon denken die Leute, hat man mit dem Charp erbarmt. Mit dem Charp, der sagt, Rappers in was, für ihn die Grundschule des Battle-Raps? Na dann herzlich willkommen beim Staatsexamen. Ey, erinnert ihr euch noch, als er im Contender-Voting meinte, wir sollen ihn wählen, wenn wir wieder einen Champion haben wollen, der sich für Hip-Hop einsetzt? Und ich dachte mir, yo, Bro, damit hast du mein Vote. Und dann kam das Ergebnis. Du wurdest mit Abstand Letzter, was mir im Klartext zeigt, deutscher Hip-Hop ist tot. Kennt ihr das? Wenn ihr so beim Bäcker steht und es gibt noch 10 Muffins, hinter euch so ein kleines Kind zu seiner Mutter: Mama, ich hätte gern einen Muffin. Und ihr so zum Bäcker: Ich hätte gern 10 Muffins. Genau diesen Move mach ich, wenn du in diesem Jahr nochmal von irgendwelchen Titeln redest. Ja? An der Stelle stelle ich mich auch mal kurz vor. Jarambo, 31, Schütze, und ich gebe auf deine Werte von Hip-Hop einen Furz. Mann, ich hab jeden Relevanten hier gefickt und bin im Herzen Battle-Rapper durch und durch. Ach was, Mann, ich bin deutscher Battle-Rap. Bars und Delivery plus die Aussprache Film. Scheiß auf dein Detili-Tattoo. Mann, ich gehe den Leuten wirklich unter die Haut mit meinen Skills. Mann, ich bin so sehr Battle-Rapper, bevor ich seine Mutter ficke, frag ich sie Bock auf eine Folge Cynic macht Auge und chillt. Mann, ich frag mich dabei nur, wie lang muss ich noch kämpfen und wie lang hab ich schon gekämpft? Schick einen Kuss an deine Gang, Mann, ihr seid alle meine Fans. Gegen eure langweiligen Kacksongs ist selbst mein Alman-Track ein Evergreen. Dein Hänger-Team fühlt sich berufen, mir zu folgen, als wär ich Battle-Raps NS-Regime. Dann bist du viel mit Tobi High unterwegs, man sieht dich fast in jedem Stream. Vlogs auf Malle, Düsseldorf und West-Berlin. Du sagst, du bist das erste Mal in deinem Leben clean und nicht mehr abhängig von Medizin. Find ich nicht ganz legitim, denn auf einer Kirmes auf Mallorca sah man euch an diesen Boxautomaten mit euren Kräften spielen, aber ein Highscore von unter 900 heißt für mich, du bist entweder feminin oder high, so wie ein Zeppelin. 747, Digga! Junge, das erreiche ich, wenn ich mit meinem schlaffen Pimmel dagegen hoffe. Das erreiche ich, wenn ich mit meinem schlaffen Pimmel dagegen hau, du Schmutzlappen. Und was war deine Ausrede? Du wolltest den Sandsack nicht kaputt machen? Oder bist du einfach nur ein Schwächling? Mann, ich hoffe, du bist nicht angepisst. Aber in über 20 Battles ist das Einzige, was ich von dir erfahre, dass du ein selbstmordgefährdeter Alkoholiker und Junkie bist. Aber was willst du machen? Wie die Mutter? So der Crack-Hurensohn. Mann, und deine Junkie-Mom war so eine Alkoholikerin, ihre E-Mail-Adresse war onegirl2cups@hotmail. Mann, die hat in der Schwangerschaft so viel gesoffen, das Fruchtwasser, in dem du lagst, hat geschmeckt wie ein Cocktail. Junge, die kannte jeden Dealer, egal ob Deutsch oder Ostblock, kaufte sich Ott und macht aus ihrem Wohnwagen schneller eine Hotbox als Smogmog. Junkie-Haut sieht aus, als hätte die sich gereinigt mit Stahlwolle. Kein Geld, aber macht alles für eine Grasknolle, was bedeutet, du wurdest nur gezeugt, damit sie ihren Ticker bezahlen konnte. Das nenne ich mal auf Kombi kaufen. Ey, und die Asche fällt nicht weit vom Blunt, denn schon zu Kindzeit. Denn schon zu Kindzeiten in Hildesheim sah man Karanova den halben Tag im Koma, und in der frühen Jugend zogst du dann weiter durch jede Bar Hannovers. Mann, aus Mülleimern gefischte 5,0 Dosen, in denen noch ein Rest ist, waren dein Lusttropfen. Mann, den sah man sich vom Konsumieren eines flüssigen Pfundtopfen noch stolz auf die Brust klopfen und kurz danach sturzbesoffen auf der Heimfahrt durch den Bus kotzen. Habt ihr auch diesen einen Freund? Und Wolf grad so: Ja, hier, Joe Farrow. Habt
Habt ihr auch diesen einen Freund? So einen Dreckslauch, der zusammen mit seiner Mutter Crack raucht und statt dass sie ihm mal Spielzeug oder ein Bett kauft, wird sein erstes Kinderzimmer die Meth-Küche in ihrem Trap-Haus. Mann, völlig am Boden zogst du die erste Line Pep von deiner Toilette. Mann, so ein Alki hätte selbst eine Flasche Wodka angenommen, wenn ich da vorher reingepisst hätte. Denn du bist ein stammelnder, Pfandflaschen-Sammelnder, im Backstage nach Bierresten gammelnder Kacklauch und dafür, dass du dich als trocken bezeichnest, machst du in Battles aber ziemlich oft ein Fass auf. Also was für Gegner auf Augenhöhe. Mann, ich stehe hier vor einem geistigen Krüppel, scheiß auf Bars und Delivery. Mann, ich brauch dir nur ein Bier anbieten und du kriegst Schweißausbrüche. Time. Auch diese Runde war richtig Feuer. Macht nochmal Lärm für Jalambo. Zweite Runde, Karanova. Eins, zwei, drei. Eigentlich wäre jetzt Time, aber da kam noch ein bisschen Runde reingeflattert. Ey, du heißt Jarambo, denn Real Talk, Rambo war auf Knuddels leider schon vergeben. Knuddels Username als Künstlernamen. Digga, bei mir ist das genau der gleiche Fall gewesen, aber Jamie ging mir seit Tag 1 auf die Eier, verdammt. Jarambo ist ein dummer Nuttensohn, ist für die Flyer zu lang. Du nennst dich den Bonaparten? Komm mal klar, laber keinen Scheiß. Bei euch sagt man nicht küt wird küt. Ich hab keinen Plan, was das heißt. Ey, ich hab dein Davy-Battle nochmal angeguckt und musste kotzen, Dicker, ehrlich. Ich hab mir heute sogar extra eine weiße Kapuze angezogen, damit niemand weiß, wer ist. Ey, du klärst nur als Freier eine ansehnliche Frau. Jeder andere Chaya sagt bei den Gammelzähnen Ciao. Du willst mehr, so wie ein Geier, so planst du den nächsten Gau. Du machtest abhängig wie Bayer, du warst dann sogar im Bau. Du stehst ganz oben auf dem Flyer, doch in meinem Magen wird mir flau. Immer die gleiche Leier, deine Heat wird mir zu lau. Im Battle-Rap-Taxi sagst du, von deinen 1000 Zeilen fällt es dir auch nicht schwer, 50 herauszustreichen, denn du hättest keine Filler-Lines. Und das ist richtig, Junge. Jarambo hat keine Filler-Lines. Der hat eine Filler-Runde. Ey, und ich hab keine Lust, mir die Scheiße weiter reinzupumpen. Deine zweiten Runden sind so austauschbar wie deine zweiten Runden. Aber es ist Runde 2. Ihr wisst, was das heißt. Dicker, ich fick deine Bonner Nuttenmutter so zärtlich, die verliebt sich gerade. Ich geb ihr einen Kuss auf die Stirn, sag ihr, ich meine es ernst und nehm sie in die Arme. Ich fahr nach Hause, sie schreibt mir eine Nachricht. Das waren exquisite Tage. Sie erinnert mich, dass ich in der intensiven Lage ein Accessoire vergaß und dieses gerade in einer Vitrine wartet. Aber was wäre, wenn ich sage, ich will meinen Gürtel wiederhaben? Dann schickt die den per Post und der landet in seinem Lieferwagen. Ey, dein Album ist erbärmlich, merkt man schon beim ersten Beatdrop. Du redest rund um die Uhr vom Ticken, da kriegt jeder G-Shock. Das Design war seiner Zeit voraus, so wie Steve Jobs. Bunte Tüte ist nicht von Haribo, bunte Tüte ist von Kiosk. Du hast mal gesagt, dein Kopf sieht aus wie ein 3D-Parallelogramm. Junge, nice. Ich hab letztens Fußball gespielt mit einem 3D-Kreis. Aber ernsthaft, mein Bester, dein Outfit-Picking ist so derbe verscheppert. Wenn ich dich sehe, frage ich mich, drehen die gerade einen Remake von Erkan und Stefan? Man könnte meinen, Fußballtrikots und Trainingsanzüge, so zieht der sich nur zu Events an, safe. Aber Insider-Info, Retalk, der geht genauso auch zu ersten Dates. Bei jeder Dame, die mit dem Bonner auf ein Date ging, kam die eine Frage auf. Kommt der grad vom Training? Sie fragt, warum riechst du so? Du sagst, ich bin Libero. Ey, wie kann man sich trauen, bei seinem ersten Eindruck so auszusehen? Andere werfen sich in Schale. Anscheinend willst du die Schale mit nach Hause nehmen. Ich hab mein Team im Rücken, du deins auf der Brust, da wird gar nichts weggeflankt. Karanova droppt Fußballbars. Das Jahr wird interessant. Interessant ist auch, du wirst Tobi vor, er analysiert nicht nur den Battle-Rapper, sondern den ganzen Mensch dahinter. Gleiches Battle. Deine dritte Runde analysiert nicht nur den Battle-Rapper, sondern den ganzen Mensch dahinter. Das ist ends behindert. Sauber konzipiere ich dieses Spiel neu wie Hasbro. Du sprengst nicht den Rahmen, du bist einfach nur geschmacklos. Zeig, wie egal dir alles ist. Ja, du gibst einen Fick. Halt dich nicht an die Normen. Du wünschst Karma, er wäre als Kind von seinem Stiefvater misshandelt worden. Ja, klar ist das ein Battle, wo man sagen kann, was man will. Ich frag mich nur, warum sagst du das, wenn man sagen kann, was man will? Und wer das nur... Wäre das generic,
wäre das schon übertrieben eklig. Doch du äußerst die Vermutung, dass es wirklich so geschehen ist. Heißt, du lachst über das mögliche Misshandeln deines Kindes? Wo ist dein Kodex? Niemand von der Straße macht darüber Witze. Jede Zeile zu verachten, wie sehr sie auch ballert im Kopf. Deine Bars werden von Nick Hein in eine Falle gelockt. Ey, und du sagst, jeder, der Therapie macht, ist ein Opfer? Was fällt dir ein, sowas Dummes zu sagen? Dann bist du durch 1,5 Jahre Remscheid ein Opfer und zwar gezwungenermaßen. Ey, die Leute in meiner Therapie waren bereit, ihr Leben und ihr ganzes Umfeld umzukrempeln. Die Leute in deiner Therapie mussten wegen Skrupellosigkeit oder Dummheit ins Gefängnis. In meinen Augen ist man ein Opfer, wenn man sagt, dass er nichts kleinkriegt. Man Hilfe braucht, doch das nicht einsieht. Deine Aussage wirkt auf mich wie ein Fehler. Manche Menschen, die sich nicht therapieren, werden zu Tätern. Sie spielen viermal Gott, sie erwähnen das in ihren Battles und bereuen es später. In der dritten wird man Mindset klar und ihr merkt den Bezug. Ich bin lieber in deinen Augen ein Opfer, als so zu werden wie du. Yeah. Krass. Time ist krass. Kurz. Beruhigen. Du redest über meine Musik, sagst, die ist kacke, Junge, aber darauf kann ich scheißen, denn ich weiß das selber. Und lieber beerdige ich meinen Traum freiwillig, statt wie du trotz vorhandenem Talent über Jahre nichts zu reißen. Okay, hast du Bock auf Mutterlines? Muss ich enttäuschen. Denn statt eine Runde Mutterficken, erkläre ich euch heute was. Das war in der Vergangenheit mein Manko, aber heute gibt's Geschichtsunterricht mit Professor Alex Rambo. Guten Morgen, habt ihr Bock? Ich hoffe, ihr wisst, woher unsere Familiennamen kommen. Ich erklär's dir kurz. Pass auf. Guck mal, die haben alle eine Bedeutung und sind circa im Mittelalter entstanden. Die stehen entweder für den Beruf, eine Eigenschaft, die Herkunft, den Wohnort oder den Namen unseres ältesten Verwandten. Dein Nachname steht nicht für Stärke oder Ansehen, eher für Unterwürfigkeit und Schwäche, denn Oppermann, also Niederdeutsch für Opfermann, heißt dein dein Stammbaum besteht schon seit den Wurzeln nur aus Knechten. Opfermann? Really, Dicker? Ey, ich glaub, damit will dir dein Gott sagen, die Welt ist eine Hantel. Aber der Name passt, denn du bist so ein Opfer. Ich hab gehört, du hattest schon mal Selbstmordgedanken. Schon wieder so einer. Digga, dann mach doch Selbstmord. Ich würd's feiern, denn das wär fettes Entertainment. Und glaub mir, ich komm sogar zu deiner Beerdigung und schenke deiner Mutter dort eine Packung Celebrations. Junge, denn du... bist ein Opfer, ein Lappen, ein Lauch und ein Gammler. Mann, bevor dir eine Frau einbläst, haut die dir in die Eier und verpasst dir einen Stunner. Keine Muskeln durch Alk und das Ganja. Junge, du bist nicht mal ein halbes Hemd. Du bist ein Viertel Tanga. Ich find das gar nicht lustig. Ich mein das wirklich ernst, du Keck. Mann, der ist so schwach. Neben dir wirkt Josef Steinschleuder so wie Herkules. Mann, es gibt nichts, was du von dir preisgibst. Außer Trinken und Qualm. Denn ansonsten warst du nur ein Kind von der Alm. So schwach, wenn sich zwei Lauchs über den unterhalten, sagen die Caranova, pff. Richtiger Halm. Mann, ich kann dich locker zerfetzen, denn ich stuf dich irgendwo ein zwischen dem Besten der Schlechten oder dem Schlechtesten der Besten. Du bist ein Schwächling. Deine Stärken sind höchstens deine am wenigsten ausgeprägten Schwächen. Mann, für Leute wie dich ist zu wenig Platz auf dem blauen Planet. Und was ich noch nicht verstehe, wieso benennt sich jetzt dieses selbstmordgefährdete Opfer nach dem weltweit größten Frauenmagnet? Caranova. Junge, mach mal nicht auf Womanizer oder der Bonner Kaiser schneidet deinen kleinen Penis ab mit Bolzenschneider. Er lässt dir hier die Bombe platzen. Junge, du bist Opfermann und nicht Oppenheimer. Geschichtsunterricht geht weiter, denn Giacomo Casanova, Mann, das war der Dr. Sommer bei Assassin's Creed. Leiser fänd ihn widerlich. Ein Süßholzraspler, Verführer, quasi der Vater der Beziehungstipps. Venedigs Egon Kowalski aus Gestattet. Venedigs Egon Kowalski ausgestattet mit einem Riesendick, 116 Damen, erwähnt er in seinen Memoiren, was laut Historikern noch deutlich untertrieben ist. Also was für Caranova, Junge.
Du wurdest selbst von Madame Chaot gefriendzoned. Bruder, bei dir läuft. Ich meine, du bist so eine Pussy, du hast einen schwulen besten Freund. Ey, der in Casanova, Mann, da muss ich den Kopf schütteln, wie bei Stammtischwitzen. Meine One-Night-Stand-Quote hingegen ist höher als meine unfickbare Punchline-Dichte. Glaub mir, in Bonn belästigen mich so viele Frauen, ich verlasse das Haus schon nicht mehr ohne Pfefferspray. Dabei... Dabei hab ich selbst im Leben schon mehr Herzen gebrochen als der Fatality von Cassie Cage. Mann, und du... Du bist echt ein hübscher Junge, ich schwöre. Aber so, wie du dich auf Alk und Drogen hängen lässt, kriegen Frauen Ekelgefühle. Wie bei einem Regenwurm im Käsekuchen. Ich dagegen hab schon bei den ersten Gehversuchen mehr Frauen zum Weinen gebracht als Fehlgeburten, aber... Was willst du machen? Gute Frauen stehen ja bekanntlich auf böse Jungs und fragen sich, wie kann man zeitgleich so romantisch und widerlich sein? Ich meine, ich kack den immer nach dem ersten Dinner ein Herz auf den Bauch und piss da, ich liebe dich rein. Und ich weiß, es gibt auch viele Frauen, die finden es mega unsympathisch, wenn die mir einen geblasen haben und ich die dann frage, und, wie war ich? Hey. Frauen stehen auf Ausstrahlung, Kleiner. Also erzähl du mir bitte nicht, bei dir sind Models am Start. Mann, du hast so wenig sexuelle Erfahrung. Wenn ich von einer Klitoris rede, rufst du aus der letzten Reihe: Ja, Mann, Pokémon-Bar! Caranova. Casanova. Mann, das sollte mein Zweitname sein. Bon Juan. Mann. Hugh Hefner zieht den Hut vor mir. Denn erst wenn mich die eine blockiert, bekommt die nächste nach Wochen die Nachricht. Gut, und dir? Glaub mir. Ich hatte schon einige Weiber. Die haben meinen Schwanz so lang geritten, da hab ich mir den Schoß geprellt. Damit die überhaupt noch mal irgendwann nach Hause gehen, blieb mir nichts übrig. Außer mich totzustellen. Mann, und bis ich unter all den Schlampen meine Mrs. Copkiller gefunden hab, unterzieht sich jedes Weib meiner Prüfung. Denn da Kondome schlecht für die Haut sind, bestehe ich ihrerseits immer auf eine einstweilige Verhütung. Und klar kann da mal sowas passieren wie das, was der Liga-Chef mir vorgeworfen hat. Aber Jamie's all you can fuck, Engel. Mann, der passt viel besser zu meinen DMs bei Insta. Denn glaub mir, man sah mich deutschlandweit die Fotzen wegficken, wird mich heute nur ein Bruchteil von denen auf Unterhalt verklagen, müsste ich wahrscheinlich schon eine Software entwickeln. Hey, und ich bin null arrogant. Ich hab nur gesundes Selbstbewusstsein. Ich bin null arrogant, ich hab nur gesundes Selbstbewusstsein. Du kommst schneller als dein Schatten, Luki. Und das reicht. Trotzdem bin ich wie Lucky Luke, denn ich zieh mir schon die Hosen wieder hoch, während mein Schatten noch die Blumen überreichen. Das war's mit dem Unterricht in Geschichte. Kommen wir zum Test. Oh, Lukas, das wird wohl wieder eine 6. Also gibt's jetzt noch eine Stunde Nachsitzen in Mathe, denn ich hab noch eine letzte Line über deine Mutter in petto. Denn wenn sich die ekelhafte Bratze den BH auszieht, erklär ich dir den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Kassel, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf die letzten Runden? Yeah! Wir beginnen bei Caranova. Mein Bild von Jarambo war das eines ehrenhaften Mannes, der sich in seinen Battles gern ins Gegenteil verwandelt. Ein Typ, der die Werte der Straße kennt und diese vertritt. Loyal, stabil und er hat Liebe fürs Biss. Keine omnipräsente Bonn-Legende, aber ein Mann, der zu seinen Fehlern steht und konsequent ist. Komm, wir testen. Battle Rap ist Leistungsdruck. Du deliverst live und musst überzeugen. Boy, du hast nur einen Schuss. Einzige Kunst, wo man das, was man sagt, auch selbst schreiben muss. Ein unausgesprochener Kodex, an den sich MCs halten. So kann man Performer von wahren MCs spalten. Das ist so selbstverständlich, dass ich das eigentlich nicht erklären müsste. Aber du trittst diesen Kodex mit Füßen. Ich wünschte so, ich würde lügen. Es spricht sich rum, Alex würde sich im Ghostwriting üben. Alle fragten sich, wie zum Fick ist Beli also krass? Die Antwort ist, die Bars wurden von Paketboten gebracht. Als ich das aus deinen Kreisen hörte, hat es mich umgehauen. Ein bitterer Beigeschmack legte sich deinem Dunstkreis auf. Alle reden, ob's okay ist, wenn Steini ganze Runden klaut, während Top-MCs die Kredibilität der gesamten Kunst versauen. Mhm.
Wegen dir habe ich Belial angekündigt wie ein großes Talent. Sein Debüt war krass. Ich dachte, der Bro wird mal Champ. Ich hab gesagt, er verdient die Big Stage, weil jede Bar eine Punchline ist. Aber Kid hat nicht gegen den Newcomer verloren, sondern gegen Jarambos Stift. Ey, du verlogener Ghostwriter. Die Aktion war noch geschmackloser als deine Hosen, du Wannabe-Modezar. Ich würde lieber 3 Runden choken, als mich mit Federn zu schmücken von diesem Vogel da. Ich habe live gesehen, wie du gegen Meekash am Boden lagst. Wie dir das Buhn der Crowd eine Psychose gab. Und heute stirbst du durch Caranovas Part. Denn den Shit hier schrieb nicht Lukas. Bitches, es geht Soldier, ja? Alex, hier ist Tim. Ich hab dich so oft nach der Show gefragt, wie gehen jetzt noch singen? Komm doch gerne mit deinen Homies nach, aber der Scheiß war dir zu cringe. Was für mich immer ironisch war, denn die Alben, die du bringst, klingen wie von einem Ü40-Komiker, der seine Definition von Gangster-Rap aus irgendeiner Doku nahm. Also kurz gesagt, als ich hörte, Belial sprach gegen mich einfach nur deine Strophen nach, musste ich lachen. Denn es fühlte sich so an, als wären wir letztendlich doch zusammen in einer Karaoke-Bar. Ja. So, das war's jetzt wieder Good Old Caranova-Bars. Ey, wird einer meiner Homies mal im Battle gebumst, dann hat er das Match zwar verloren, doch nicht den Respekt vor der Kunst. Du bist gläubig, aber du hast Gott keine Treue geschworen. Belial heißt Satan, du gabst dem Teufel dein Wort. Oh. Ey, bei mir kommt sowas niemals vor. Wenn ich ghostwrite, dann hab ich Dirty Talk mit deiner Nutten-Oma per Ouija-Board. Belials Lyrik ist belanglos. Deine Feder hat jeder Analytiker erkannt, Bro. Ich ficke dich in die Klitoris. Ja, typischer Jarambo. Und? Was hat es jetzt gebracht, hä? Du siehst, wie Belis Licht erlischt. Du hast deinem Homie nicht geholfen, Alex. Du hast ihn gefickt damit. Keiner nimmt ihn mehr ernst. Und schreibt er die nächsten Zeilen ganz alleine, glaubt ihm keiner. Denn so schwer wiegen die Zweifel, ich beerdige euch beide. Ich hab den Köder ausgeworfen. Jamie tappt in die Falle. Nächstes Event. Mein Homie Mauser macht Debüt und fickt euch alle! Yeah! Denn der Rapper Mittwoch Menderes ist im Privatleben ein mieser Clown. Und jetzt will ich, dass du Schiss hast. Guck mir in die Augen, Alex. Ich will, dass du zitterst. Ich will, dass du dir vorstellst, was das mit dir machen würde, wenn ich wirklich brisante Infos über dich in den Text schreibe und jetzt gleich rausballer oder im Netz teile. 3 Begriffe. Baden-Württemberg, Verantwortung, Rechtsstreit. Ich könnte dein Ehrenmann-Image zerstören und deine Zukunft dir zersieben. Aber ich will dich battlen und nicht dieses schaulustige Publikum bedienen. Sei mal froh, dass ich moralische Grenzen hab. Aber schreib Belial noch eine Line und glaub mir mal, ich ändere das. Dann weiß die Szene Bescheid über deine egoistischen Taten, aber der Sieg ist mir nicht wert, dich zu verraten und somit eventuell einer Familie zu schaden. Deine Werte sind nichts wert, wenn du dazu gar nicht stehst. Meine Werte sind mein Kompass und die Nadel zeigt den Weg. Ich lass die Scheiße beiseite, sie mich den Easy Win ganz einfach vermeiden. Ey, ich muss Grenzen nicht überschreiten, um dir deine zu zeigen. Ich respektiere die Regeln meines Gegners, eher nicht mal die der Kunstform. Du kaufst anderen Rappern ihr Essen in deinem Mund vor. Ich fresse Legenden und scheiß sie als Newcomer aus. Ich mach erst dich, dann Taggy, dann Kiruma zu Staub. Bald Doodle Champ und Onbeat Title. Ich sahne alles ab, Junge, das ist ein Fakt. 2 Titel in einem Jahr, die Community fragt sich, darf er das? Ja, darf. Ja, darf ich. Und ja, mach ich. Bitch, ich nehme mir, was ich brauch. Gebt mir jeden eurer Goats und ich nehme es mit ihm auf. Legt die Messlatte höher. Das Niveau wird gepusht. Ein gutes Pferd springt nun mal nur so hoch, wie es muss. Dieses Jahr holt mich aus diesem Fluch des unbedeutenden Mittelfelds. Hab meinen Ausweg gesucht. Ich schreibe pausenlos Bars. Komm nie mehr raus aus der Mut. Und Belial bitte in Mars. Heißt, du hast auch viel zu tun. Wirklich, auf jeden Fall Respekt, aber bis auf die Baden-Württemberg-Info waren deine Infos wirklich schlecht. Real Talk, Bruder, was für Paketbutter, Alter. Ja, ey. Da war immerhin. Geht jetzt auch ein bisschen um euch. Guck mal, es gibt 2 Arten von Fans hier.
Und ich rede nicht von denen, die sich hier mal hin verlaufen haben und den Groupies. Ich rede auch nicht von Männern und Frauen, schwarz, weiß, dick, dünn, Studenten oder Straßengangster mit Usis. Nein, ich meine, es gibt die einen, die sich von Jokes entertainen lassen, egal ob oberflächlich oder auch mal deep, so wie Lupin. Und es gibt die, die sehen wollen, wie der Mensch hinter der Kunstfigur leidet. Die Geier, die hoffen, dass Blut fließt. Mann, ich bediene in der Regel lieber die Erstgenannten. Muss aber in erster Linie selbst überzeugt sein, denn anders sehe ich mich nicht als Sieger. Das klappt nicht immer wieder. Mal werd ich deeper, mal sag ich nur, ich hab einen dicken Schwanz wie ein Biber. Manche Lanes sind realer, andere fiktiver, manchmal abhängig davon, was ist mein Gegenüber für ein Kaliber. Aber in der Regel ist genau er gar nicht mein Feind, sondern wir liefern einfach nur eine Show zusammen für euch. Und das macht dich für mich viel mehr zu einem Feature. Mann, es geht mir nicht darum, dich persönlich zu verletzen. Ich beleidige dich oberflächlich, alle lachen, aber du bist tiefenentspannt. Ich mach das so, weil wir uns immer mit Respekt begegnet sind, hin und wieder auf Insta quatschen und gerne trinken wir hiernach sogar noch ein Bierchen zusammen. Obwohl, in deinem Fall vielleicht auch lieber ein Eistee, aber... Spaß beiseite. Guck mal, ich halte mein Wort in Ehren. Denn dass sich unser Verhältnis hiernach ändert, ist mir dieser Sport nicht wert. Ich meine, beim MMA knockt man sein Gegenüber halt aus, hat aber auch nicht das Ziel, dass der Gegner nach dem Kampf im Rollstuhl fährt. Du hingegen bist jemand, du stößt selbst Leute, die du Bruder nennst, über die Klinge und verwendest Angriffspunkte, die sich weder auf die Kunstfigur beziehen, noch öffentlich sind, sodass man sie im Internet findet. Das kannst du nun mal am besten. Ich meine, deine Zweizeiler sind auf dem Niveau, wie sie andere im Freestyle spielen. Heißt, du hältst deinen Brüdern lieber den Spiegel vor, ich kann lieber noch selber in den Spiegel gucken. Mann, ich hab dich steigen und fallen gesehen, hab mir mal gedacht, naja, und hab dich hin und wieder hart gefeiert. Mann, Unloyalität wäre in dieser Szene ein Engel, den man gegen mehr Leute bringen kann als Mutterleins. Aber gerade dir steht er wie maßgeschneidert. Mann, aber das ist genau das, was Koks mit dir macht. Es betäubt deinen Sinn, denn der Stoff, der dich zum Träumen bringt, zerstört den Stoff, aus dem die Träume sind. Junge, lach über die Runde. Aber glaub mir, Bro, wie ernst mir das ist. Und könntest du die gleichen Bars gegen mich rappen, wäre das ein Schlag in den Magen, der ehrlich tief sitzt. Ja, könntest du das Real Talk zu mir sagen, würde ich merken, dass mein Herz dabei bricht. Denn ich battle Caranova und nicht Lukas gegen deine Optik, die Kunstfigur und welche Werte sie vertritt. Und vielleicht kennst du diese Werte nicht, vertrittst sie nicht oder ziehst das komplett falsche Puder, aber Loyalität steht für mich über Standing. Und genau deshalb nenne ich auch Jungs wie Seba oder Goyner mein Bruder. Und deine Runden gegen Goyner waren Killer, keine Frage, Junge, Hut ab. Aber so persönlich würde ich nur werden, wenn mich das Thema wirklich krass abfuckt oder ich zum Gegner keinen privaten Bezug hab. Du hast damit kein abgesprochenes Tabu verletzt. Aber obwohl du dich entschieden hast, all diese Themen mit in deine Runden zu nehmen, war das Erste, was du nach dem Battle gemacht hast, dich bei Goyner zu entschuldigen und ihm zu sagen, es war dir unangenehm. Mann, und Goyner hat so viele Infos über dich. Ja, die zwei waren mal so eine Zeit lang. Die sollte er nicht weitersagen. Das hat er dir damals versprochen. Jetzt pass auf, er hat mir nicht eine Info gesteckt, denn er gab dir sein Wort. Und genau das unterscheidet einen Mann von einer Fotze, Mann. Und du redest von seiner ersten Freundin, seinen Eltern, seinem Onkel. Glaub mir, auf das Battle kam ich gar nicht klar, denn neben Goyner zogst du noch Max Stone durch den Dreck, der dir kurz davor auf Malle wochenlang einen kostenlosen Schlafplatz gab. Mann, ihr nennt euch Gang und ihr feiert die Gang extrem. Aber Gang heißt, jederzeit zu seiner Gang zu stehen. Mann, und ich hab Screenshots aus einem Chat gesehen, in denen du lange vor Tobis Coming Out schon die Vermutung geäußert hast, die Schwuchtel wird auf Schwänze stehen. Junge, form dein Charakter. Denn basierend darauf baust du Respekt auf wie neu und Respekt hab ich vor dir. Aber nenn du mich bitte niemals in deinem Leben einen Freund. Denn deine Freunde, deine Gang sind alles korrekte Jungs an sich. Ist nicht übertrieben, aber Gang heißt, jeder zieht für jeden, wenn es sein muss, in Kriege. Und ich sehe, ihr habt zusammen Spaß. Ich sehe, ihr macht zusammen auf Fahrt. Aber habt danach für euch keine Liebe, denn ihr wisst, nur Blut macht euch verwandt. Aber Loyalität macht aus Freunden eine Familie. Kassel! Yeah! Der Rap am Mittwoch, Menderes. Jo, und er war immer schon Gang, Gang. Mein, ein Junge aus dem Bonner Ghetto. Blöcke aus Beton, du Kecko. Ich komm aus dem Underground wie Donatello. Battles immer Picobello. Uppercut durch deine Defense-Echo. Komm, wir trinken ein Prosecco. Denn dann entferne ich via Bunsenbrenner dem Doodle-Contender sein Dilteli-Supporter-Tattoo. Das ist geil. Und wisst ihr, was ich dann mache? Wisst ihr noch, wie der zum Craze Battle kam und sich extra dafür so Dreadlocks reingemacht hat und ihr gedacht hat, das ist crazy?
Ich zeig dir mal was Crazyes, Bro. Oh. Das ist crazy! Ich hab schon mal gesagt, ich bin Don't Let The Label Label You. Diese ganze muttergefickte Liga alleine. Mann, ich bin hier der absolute Überking, Junge, toxischer Top-Tier-Status. Und dass ich hier als Legende gehe, hab ich seit Tag 1 in meinen Lyrics prophezeit. Nostradamus. Yeah. Mann, wir haben uns beide den Scheiß tätowieren lassen, aber mit unterschiedlichen Werten. Denn Diltily gab uns die Möglichkeit, trotz gescheiterter Rapper-Karrieren hier immerhin noch irgendetwas zu werden. Und wir sagen beide, wir würden für die Plattform leben und sterben, aber du trägst das Logo auf dem Unterarm und ich auf dem Herzen. Loyalty! Wir sind raus!